Vielen lieben Dank. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen allen, dass ich heute hier sein darf. Das freut mich sehr für Sie. Für mich ist es naturgemäß ein bisschen beschämend. Ich komme ja aus Österreich. Ich weiß, das muss man nicht dazu sagen. Das hört man sehr schnell an meinem Rassismus. Und dementsprechend ist es ein bisschen ungehörig. Denn der anständige Österreicher, der tritt nicht in Deutschland auf. Der bleibt eher zu Hause im eigenen Land und genießt all das, was uns Gott gegeben und der Vertrag von Versailles gelassen hat. Ist nicht viel, ja, ist nicht viel. Wir waren der höchste Adelsstand in unserem Land, da wurde es nie dunkel. Heute Bahnhofsklo vom Abendland und Europas Arsch vor Runkel. Aber das ist ja nicht schlimm, wir sind ein bescheidenes Völkchen. Wir fahren deswegen im Sommer nicht raus nach Thailand, um das ABC der Hepatitis wieder aufzufrischen. Nein, der anständige Österreicher, der fährt auch nicht nach Afrika zum Neger schauen und betrachtet dort keine exotischen Wildtiere, einzig um sich zu fragen, wie schmeckt das wohl paniert? Nein, also ich mache das nicht. Meine Familie und ich, wir sind sehr anständig. Wir bleiben im Sommer zu Hause, machen Urlaub im eigenen Land und fahren raus nach Ungarn. Ist auch zu Hause sehr viel Schönes. Na, ich mag es schlichtweg nicht zu reisen. Ich mag es ja nicht mal, wenn andere reisen und mir dann davon erzählen. Vielleicht haben Sie schon mal bemerkt, diese Menschen bekommen dann immer so esoterische Anwandlungen. Dann sagen sie gern, wenn ich reise, dann kann ich die Seele baumeln lassen. Ich bin vielleicht ein bisschen altmodisch, aber wenn ich die Seele baumeln lassen will, dann gehe ich auf den Dachboden und suche mir den stärksten Querbalken aus. Eine sehr beliebte Methode in dem Dorf, wo ich herkomme. Ich schwöre Ihnen, da gab es Dachböden, da haben die Menschen schon so richtige Windspiele formiert. Ja, es klang sehr schön, wenn so ein Lüfterl hindurchgezogen ist. Aber sie reisen ja trotzdem weiter, diese Backpacker und diese Globetrotteln. Immer auf der Suche nach einer Steckdose und auf der Suche nach sich selbst. Die Steckdose und das Selbst sind auch die zwei begehrtesten Dinge eines Einjährigen. Aber gut, manche schließen den Lebenskreis eben sehr früh. Na, bitte, verstehen Sie mich recht. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man fremde Länder bereist, auf die Kultur defekiert und die Einheimischen schändet. Aber wieso nennen wir das heute nicht mehr den totalen Krieg, sondern plötzlich all-inclusive? Das erscheint mir nicht so gerecht. Ja. Aber gut, auch ich bin selbst gereist. Ich bin gleich nach der Schule weg, einmal nach Frankreich, nach Paris, um genau zu sein, um dort Germanistik zu studieren. Ja, Germanistik in Österreich war mir nicht peinlich genug. Nein, ich wollte dort als sprachliches Wunderkind gelten und habe mich als Polin ausgegeben. Sie sind mir dann aber dahinter gekommen und dann war die Schmach natürlich riesig. Wie es geheißen hat, was, du als Österreicherin studierst Deutsch als Fremdsprache? Das ist aber schon ein bisschen einfach, oder? Und letztlich wurde ich mehr gemobbt als der Jude in BWL. Ja, lassen Sie es raus. Wann haben Sie wieder die Gelegenheit dazu? Also sozial war ich schon mal komplett geächtet, aber ich hatte ja Paris. Was für eine wunderschöne Stadt. Allein diese Architektur, der Triumphbogen. Ja, offenbar präventiv gebaut, weil den Krieg, den der Franzose gewonnen hat, den muss er mir erst zeigen. Sie müssen dort sehr aufpassen. Im Umkreis dieser Sehenswürdigkeiten, Sie dürfen dort nicht zum Beispiel achtlos einen Schirm aufspannen. Sonst herrscht unter den Japanern Aufbruchstimmung. Ja. Und die folgen Ihnen bis in den Tod. Es ist dieses Kamikaze-Gen, ja, was die in sich tragen. Vor ein paar Jahren wäre das kein Problem gewesen, denn dann geht man eben so ein bisschen mit dieser asiatischen Traube hinter sich, paar hundert Meter, bis man zum Fluss kommt, wirft den Schirm hinein, sie springen nach und ertrinken, passt. Ja. Aber seit Fukushima haben die alle wieder Kiemen, die krallen wieder raus. Ja, ist das sehr aufpassen. Dennoch habe ich mich in Paris sehr wohl gefühlt, denn man muss sagen, der Österreicher und der Franzose, wir sind uns recht ähnlich. Man sieht das besonders an den Backwaren. Die französischen Patisserien, das ist quasi dasselbe wie die österreichischen Kaffeehäuser. Nur dazwischen,
Prankdeutschland. Wie ein konditoristischer Krater der Ignoranz. Mit ihrem Vorzeigebrot, dem Pumpernickel. Eine Mischung aus Roggenschrot und alten Lenin-Denkmälern. Na, ist ja okay, ja, was ihnen eben schmeckt. Aber angesichts ihrer Backwaren ist mir nicht klar, wie sie den Krieg haben verlieren können. Klar, der Russe hatte die Katjuscha, aber sie hatten Pumpernickel. Er schlägt den Ivan doch in die Flucht. Was ist denn eine Splitterbombe gegen ihre Streuselkuchen? Ja. Dennoch musste ich irgendwann aus Paris weg, denn die Wohnverhältnisse sind unter aller Sau. Ich hatte so eine typische Pariser Dachgeschosswohnung, 9 Quadratmeter, die Toilette ist am Gang, der U-Bahn. Und das ging nicht. Ja. Jeden Morgen, wenn ich erwachte in diesem feuchten Biotop, ich habe gedacht, ich habe am Vorabend im Suff wieder eine Partie Jumanji begonnen. Aber ja, dann bin ich eben weg, wollte aber nicht gleich nach Österreich zurück, sondern habe hier Halt gemacht, in Deutschland, in ihrem schönen Land. Und da habe ich mir anfangs Sorgen gemacht, wie wird das funktionieren mit meiner Integration, wie werden Sie, die Deutschen, mich aufnehmen? Aber Sie merken es bestimmt schon, an diesem lodernden Feuer in Ihrem Inneren. Die Deutschen, die lieben mich! Mich, die grantige, an sehr vielen Kunst schon abgelehnte, herumdeklamierende Österreicherin. Sie lernen nicht dazu. Ja. Ich weiß nicht, was das ist, ja, so historisches Alzheimer. Ich meine, es ist ja niedlich, aber das schwöre ich Ihnen. Jetzt stehen Sie auf mich, aber in 10 bis 20 Jahren will es dann wieder keiner gewesen sein. Aber dennoch habe ich mich hier sehr heimisch gefühlt. Ich weiß, uns verbindet nicht viel, der Österreicher und der Deutsche, wir sind schon sehr verschieden. Das Einzige, was wir gemeinsam haben, ist eigentlich, sind nur 2 Dinge. Das ist die Fähigkeit, unser Körpergewicht in Knödeln zu essen. Ja. Und was sonst in Europa nirgendwo Usus, die obligatorische Nacktheit in der Sauna. Wenn man eine deutsche oder österreichische Sauna mit Badekleidung betritt, wird man dort frostiger empfangen als ein homosexueller schwarzer Jude im Ku Klux Klan. Gleichzeitig wurde vor 2 Jahren in Bayern ein Mann in einer Sauna polizeilich festgenommen wegen Exhibitionismus. Ja, der hat sich eine Sekunde zu lang sein Glied adjustiert und war dann plötzlich sexuell nackt. Also zu differenzieren zwischen sexuell und asexuell nackt, das kann vielleicht jemand bei Astro TV, aber ich für meinen Teil vermag das nicht. Wenn ich in eine Sauna gehe, sehe eine Handvoll nackter Männer und eine Handvoll nackter Frauen, dann erwarte ich ja nichts weiter, als dass sich diese Dutzend Körper in dionysischer Raserei so expressionistisch ineinander stecken wie die Lego-Konstruktion eines soziopathischen Autisten. Ich möchte Dammrisse, die den Mauerfall alt aussehen lassen. Ich möchte, dass jemand nach einer Deep Throat Fellatio einen Luftröhrenschnitt braucht. Ich möchte ein Carpaccio aus längst verloren geglaubten Jungfernhäutchen am Boden und ich will so viel Sperma an den Wänden, dass da drin aussieht, als wäre eine Kuh implodiert. Ja. Jetzt raten Sie mal, wie oft das eintritt. Ja. Stattdessen schwitzt sich jeder in einstudierter Riefenstahlpose die invalide Libido aus dem Leib. Und ich muss ewig auf dieser Sitzbank herumrutschen, um mir einen Holzsplitter als Phallusersatz in den Oberschenkel zu treiben. Schon lustig, oder? Wenn der Österreicher und der Deutsche erst mal nackt ist, dann kommt die Brüderie erst so richtig in Fahrt. Das bedeutet aber, wenn uns nichts weniger erregt als Nacktheit, was macht uns dann wirklich geil? Na, die Burka! Und wieder einmal liegen Wut und Wollust keinen Steinwurf voneinander entfernt. Das heißt aber gleichzeitig auch, die beste Rüstung gegen Belästigung ist offensive Nacktheit. Also, meine Damen, wenn Sie wieder mal vom Büro nach Hause kommen, wie ein fettverschmierter Touchscreen, dann war Ihr Rock nicht kurz genug.
Sexuelle Belästigung ist ja gerade das meistgeächtetste Delikt unserer Gesellschaft. Noch weit vor, was weiß ich, Achtfachmord in einer Hüpfburg. Aber wer ist davon der Gewinner? Wer kann sich jetzt entspannt zurücklehnen? Der Antisemitismus. Nach 70-jähriger Pole Position steigt er in die zweite Liga ab. Sie können derzeit vergnügt das Horst-Wessel-Lied pfeifen, solange Sie es nicht einer Frau hinterher pfeifen. Es wird zwar immer noch missbilligt, doch wenn Sie erpicht sind, Ihre gesamte Existenz zu zerstören, dann sparen Sie sich den Hitlergruß, gehen Sie auf Nummer sicher und führen die Hand an ein Gesäß. Ah, ist kein motorischer Mehraufwand. Sie machen dasselbe wie bisher, nur nach unten. Ja, vielleicht haben wir grundsätzlich wieder ein Problem mit Sexualität. Und das gilt für beide Geschlechter. Das gilt für Männer, die in der U-Bahn ungefragt überprüfen, ob mein Tampon auch richtig sitzt. Das gilt für Frauen, die ihren eigenen Tampon wegen Belästigung verklagen. Ich meine, ja, ich weiß schon, Belästigung ist subjektiv. Die Grenzen einer Frau sind wie die Grenzen von Polen. Die legt jeder anders aus. Ja. Aber man muss ehrlich sein. Wenn uns ein Grausliger belästigt, ja, dann halten Frauen zusammen. Wenn wir denselben Mann begehren, denselben Posten oder Kuchen, dann ist unsere Solidarität schnell wieder so lasch wie unser Bindegewebe. Ich bin ja selbst so schrecklich neidisch. Neidisch auf dieses Talent mancher Frauen, dies Vermögen aufzusteigen, indem sie sich besteigen lassen. Paradox, oder? Aber ein Berg ist eben erst dann ein Berg, wenn Reinhold Messner oben war. Na, verstehen Sie mich recht, ich kann das einfach nicht. Ja, ich wurde viel zu schnell erfolgreich. Und jetzt zeigen Sie mir einen Mann in der Kabarettszene, mit dem ich mich nicht runterschliefe. Aber sich hoch zu schlafen funktioniert ja auch gar nicht mehr. Dank der Quotenregelung. Für eine Spitzenposition musste man früher als Frau die Vagina noch benutzen. Heute reicht es, sie zu haben. Das ist entwürdigend. Wir werden tatsächlich wieder Brüder. Was nicht ungefährlich ist, muss ja irgendwo hin, die Energie. Nehmen Sie zum Beispiel James Bond. Im Jahre 1985, im Angesicht des Todes, schläft Roger Moore mit 4 Frauen und ermordet 5 Menschen. Hält sich die Waage, klingt gesund. Ja. Schon 10 Jahre später, in GoldenEye, schläft Pierce Brosnan nur mehr mit 1 Frau und ermordet 47. Da wirkt ein bisschen angespannt. Ja. 2008 in ein Quantum Trost schläft er mit keiner Frau, trinkt keinen Martini und ist Daniel Craig. Boah. Also. Ja. Also 007 war einst läufiger als Kommissar Rex. Heute ist er sexuell irrelevanter als das Auto in Knight Rider. Und wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann haben wir im Jahr 2020 Folgendes. Nach einem Anger-Management, einer missglückten Vasektomie und einem Benimmkurs bei Dr. No means No, kämpft James Bond nun mit seinem einzig wahren Bond-Girl, seiner Mutter, sowie seinem feministischen Männergesangsverein Octopussy Riot in einem erbitterten Sitzstreik gegen fallisch geformte Buchstaben in weiblichen Substantiven. Und ganz ehrlich, wollen wir das? Das ist auch sicher nicht zuträglich für ein harmonisches Miteinander. Es ist ja jetzt schon sehr bedenklich, dass als bester Freund des Menschen nicht etwa der Mensch, sondern der Hund gilt. Das beweist das Scheitern von Zwischenmenschlichkeit ja besser als jede Völkerschlacht. Haustierbesitzer sind feige Fahnenflüchtige, die aus der sozialen Hölle der Gesellschaft desertieren, um mit einer evolutionären Unterart eine perverse Parallelgesellschaft zu errichten. Ja.
Ja, weil ein Hund oder eine Katze, das ist ja so etwas wie eine animalische Maitresse, die einem die Stunden versüßt, wenn es mit der eigenen Rasse nicht so gut läuft. Und wie eine prototypische Affäre ist auch ein Hund von überschaubarer Intelligenz und im Idealfall nicht älter als 18 Jahre alt. Unterlegen sind Haustiere aber klar in ihrer sexuellen Anwendbarkeit. Weil Kopulation mit lebenden Tieren ist ein Strafdelikt. Wenn Sie dem unbedingt nachgehen wollen, dann gibt es nur einen Weg. Ziehen Sie sich mit den Tieren auf ein Schiff zurück und behaupten Sie, Gott hat es mir befohlen. Ja, das zieht immer. Aber was ich interessant finde, wir haben ja diese strikte Apartheid bei Tieren. Da gibt es zum einen die Haustiere, diese domestizierten Despoten, und Nutztiere, dieser seelenlose Snack. Mir fehlt da ein bisschen die Mittelschicht. Also so Tiere, die wir sowohl verhätscheln als auch frittieren. Ja. So Tiere, die nie genau wissen, stehen sie jetzt auf Schindlers oder auf der Einkaufsliste. Ja. Sie sind da viel zu kategorisch. Sie essen keine Hunde, weil sie ja selber einen haben. Was für eine immorale Pauschalisierung. Ein anständiger Mensch liebt seinen eigenen Hund und würde jederzeit den seines Nachbarn fressen. Nehmen Sie sich doch ein Beispiel an unseren asiatischen Freunden und ihren 8 Schätzen. Die da wären Soja, Bambus, 2 Katzen und 4 Hunde. Tiere, die sich zur Lebzeit gar nicht vertragen, aber im Wok wunderbar harmonieren. Aber sie werfen alle Hühner in einen Topf und alle Katzen in keinen. Und das ist strategisch unklug. Ich habe ja nichts gegen Rassismus, aber eine gute Diskriminierung braucht immer eine Prise Willkür. Sie sehen ja auch den anästhetisch euphorisierenden Effekt einer Quotenfrau. Ein Uterus in Spitzenposition gebiert 1000 feuchte Schöße. Wieso wäre das bei Tieren anders? Also schlage ich vor, zur Steigerung der Produktivität stecken wir einmal im Jahr eine Handvoll Hühner in einen Reisebus und fahren mit ihnen, naja, was Hühnern halt so Spaß macht, zur Landwirtschaftsmesse. Ja? Kraft durch Freude. Und ich schwöre Ihnen, diese Hühner werden zu gefiederten Stalinorgeln. Es wird sich vor Nachwuchs zerreißen wie eine 12-jährige Mormonin. Gleichzeitig sollte jeder von uns einmal im Jahr ein Kätzchen essen. Einfach so, um ein Exempel zu statuieren. Es würde Katzen nämlich schlagartig davon abhalten, sich andauernd wie präpotente Arschlöcher zu benehmen. Ja? Wenn die Mitzi auf den Teppich uriniert, dann stupst man sie nicht pädagogisch rein, sondern brät sie scharf raus. Sie können sie dann immer noch in den Urin tunken, aber lediglich als Tipp. Ich selbst habe kein Haustier. Ich fühle mich dafür noch nicht reif genug. Da möchte ich zuerst mit einem Menschen üben. Aber ich warte noch mit einem Kind, bis mir die Wissenschaft ermöglicht, dafür nicht länger mein Genmaterial mit dem eines anderen strecken zu müssen. Ja. Sie verstehen sicher, also wenn ich mich mit einem Sterblichen kreuzte, ist mein Kind halb Übermensch, halb Autoimmunschwäche. Quasi einer von Ihnen. Nein, das möchte ich nicht. Es hat die Augen seines Vaters. Soll es nur dann heißen, wenn ich sie ihm zum Spielen gebe. Ich möchte schließlich ein hochkonzentriertes Abbild meiner selbst und nicht so einen verdünnten Bastard. Der perfekte Stammbaum hat keine Äste. Ja, in Österreich sieht man das ein bisschen anders. Da heißt der perfekte Stammbaum ist ein Kreis. Ja. Dort gilt Blutschande noch als Sex außerhalb der Familie. Ja, das ist ein bisschen anders, aber das ist ein Vorurteil. Nein, ich weiß, immer lustig, im Kabarett macht man sich irgendwie darüber, mokiert man sich darüber, aber ich möchte damit aufräumen, ein für alle Mal. Inzest macht uns nicht per se Spaß. Es ist lediglich eine notwendige Blutwäsche.
Die Habsburger haben ja eine hysterische Heiratspolitik betrieben. Das war eine koitale Kolonialisierung. Maria Theresia verschickte Kinder wie andere Menschen Weihnachtskarten. Die österreichischen Habsburger haben sich in Europa so großflächig infiltriert wie Kinzurin ein Freibadbecken. Ein völlig zugebrunster Genpool. Da besteht nämlich das Missverständnis. Nur die spanischen Habsburger, die haben es untereinander getrieben. Da hatte jede Generation ein Chromosom mehr. Der letzte von denen war optisch kaum mehr von seinem Thron zu unterscheiden. Aber der Österreicher ging in die Welt hinaus und verstreute seinen Samen gleich Brotkrumen, um wieder nach Hause zu finden. Der Vorteil davon war ein Reich, in dem die Sonne nie unterging. Der Nachteil, nun, das Genom des Österreichers ist heute ein Mendelsches Kuriositätenkabinett. Es wird noch Generationen dauern, bis wir den letzten dreckigen Franzosen rausgewaschen haben. Das Deutsche im Blut ist nicht so schlimm, ja? Das ist zum Glück ja rezessiv. Wie Morbus Wilson oder Rothaarigkeit. Aber ich selbst trage nichts dazu bei, um das zu bessern. Ja, ich halte mich eigentlich von Männchen eher fern. Nicht, dass ich sie nicht mag, aber verstehen Sie mich recht. Cluedo und Geschlechtsverkehr. Das sind an sich zwei Dinge, die ich gern öfter betriebe, bräuchte man dafür nicht immer 2 bis 5 Mitspieler zwischen 8 und 88 Jahren. Da gehe ich doch lieber ins Pornokino, wo Sex zu seiner wahren Bestimmung findet. 2 Menschen müssen kopulieren, damit ein Dritter wichsen kann. Deswegen ist das Pornokino der perfekte Kompromiss. Das kollektive Onanieren ist ein soziales Event mit autistischer Autarkie. Die einzige individualistische Massenbewegung. Hegel sagte dazu immer, man ist dort unter und für sich. Ja, aber die Pornokinos sind ein weiteres tragisches Opfer des Internets, das uns schon sehr viel Schönes genommen hat. Allen voran den elitären, restriktiven Zugang zu Wissen, der schon durch die Alphabetisierung der Unterschicht sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und jetzt auch noch die Pornokinos, wo diese Industrie eh schon mit so vielen Vorwürfen ringt. Es heißt immer, Pornos seien monoton, frauenverachtend und unrealistisch. Gut. Wer sich gern über unrealistische Filme beschwert, spricht hoffentlich ein ernstes Wörtchen mit Alec Baldwin über das vermeintlich lautlose magnethydrodynamische Antriebssystem in Roter Oktober. Machen allerdings sehr wenig. Doch bei den Pornos wird gejammert. Immer diese makellosen Weiber mit ihren Silikonatlanten, mit ihrem Nadelöhrgeschlecht und dem so weiß gebleichten Anus, dass man beim Anblick schneeblind wird. Und erst das Gemächt des Mannes, dieser unsinkbare Schlagbaum, an dem sie einen Felkaufschwung macht. Ja. Wieso sind das nicht eher normal, durchschnittlich unattraktive Menschen wie du und... Du! Ja. Die auch authentischen, grausligen Sex haben, wie man ihn so kennt, ja? Der nur deswegen nicht als Vergewaltigung gilt, weil ihn beide gleichermaßen nicht wollen. Das ist schon irgendwie amüsant, oder? Wenn einer was tut, was der andere nicht will, ist es ein Verbrechen. Wenn 2 was tun, was sie beide nicht wollen, Demokratie. Alles ist gut, solange keiner Spaß hat. Aber wissen Sie, selbst wenn Sie guten Sex verbieten, ist Ihrer darum trotzdem schlecht. Sie werden auch ohne Ideale scheitern. Sie lügen ja auch ohne die Wahrheit zu kennen. Es gibt also keine falschen Ideale. Es gibt stets nur das Ideal und es gibt Sie. Und ob das Ideal nun fett, schlank oder dreibeinig mit 40 Furunkeln ist, die Konstante daran bleibt, Sie selbst werden es niemals sein. Ist Ihnen das nicht Trost genug? Aber Sie haben natürlich recht. Verbieten wir die Pornos und die Kochsendungen. Weil die liefern ein unrealistisches Bild meines tatsächlichen Kochens. Ein Soufflé dauert bei denen immer 15 Minuten. Bei mir hingegen natürlich 5 Stunden.
weil ich in meinem Herrenhaus die Küche schon mal gar nicht finde. Ich orientiere mich dann meist an der Hautfarbe der Bediensteten. Die wird nämlich wieder heller, je näher man der Küche kommt. Ja, weil beim Essen, nein, da soll man nicht sparen. Und Big Black Cock, das ist eine der beliebtesten Porno-Kategorien. Ein Big Black Cook hingegen, das ist eine Schreckfigur aus Romanen von Mark Twain. Aber selbst wenn ich die Küche finde, geht der Irrsinn ja erst los. Weil ich nach dem Hantieren mit einer Raspel immer aussehe, als hätte ich Stigmata. Dann wieder viel zu viel vom rohen Backpulver nasche. Und weil ich, die ich imstande bin, Ehegatten voneinander, Geistliche vom Zölibat und jeden Mann in der Familie von seiner Inzestangst zu trennen, es nicht schaffe, Dotter und Eiweiß zu entzweien. Und das deprimiert mich dann, wenn ich im Fernsehen sehe, wie da alles flutscht. Ja, da gibt's kein ungeschicktes Vorspiel. Da ist alles vorgeheizt und ausgebuttert wie Maria Schneider. Ja, all diese hochkomplexen Vorgänge, die kein normaler Mensch beherrscht. Oft haben die ihre Hände in 4 Töpfen gleichzeitig. Die fassieren den Truthahn von vorn und von hinten in einer Double Penetration. Fistet Johann Lafer dieses Viech. Dann greift er zu dem Bondage-Seil und schnürt die Rouladen so pervers, dass es aus allen Nähten saftelt. Dann schiebt er den Braten bis zum Anschlag in den Ofen, das glühend heiße Glory Hole. Worauf, was ihn erst richtig geil macht, er sie immer wieder rausholt, reinschiebt, rausholt, reinschiebt und mit dem eigenen Saft übergießt. Und dazu noch dieses Gestöhne. Der Bioleck orgasmiert vor lauter spastisch zu Boden. Ja. Was man nicht sieht, weil es sind ja immer nur Nahaufnahmen, Nahaufnahmen auf die Hände, wie sie den Teig penetrieren. Alles ist so kalt. Ich sehe nicht die Gesichter der Köche. Ich sehe nicht deren Emotionen beim Kochen. Und überhaupt, es gibt keine Vorgeschichte. Die kommen in dieses Studio und legen sofort los. Ich weiß ja nicht mal, wieso kochen die jetzt? Wollen die das überhaupt? Oder werden die dazu gezwungen? So eine Art Snuff-Cooking. Ja? Und überhaupt, kann ein Fernsehkoch bei sich privat überhaupt noch normal kochen? Oder ist der in seiner eigenen Küche völlig frigid? Ja? Und wie geht's da der Partnerin, wenn der eigene Ehemann jeden Tag für andere kocht? Für ein Millionenpublikum? Graust es einem da nicht vor diesen ausgeleierten, verbrauchten Händen? Und überhaupt werden in diesen Kochsendungen immer nur die traditionalistischen Geschmäcker bedient. Immer diese Heteronormativität aus süß und salzig. Wieso kocht niemand mit Asbest? Es gibt sicher einen Menschen da draußen, der gerne Asbest isst. Wo sind die Kochsendungen für den? Und was passiert am Ende so einer Sendung? Nichts und niemand kommt in den Körper, nichts wird gegessen. Manchmal darf einer der Zuschauer einen Bissen nehmen für den inszenierten Kamshot. Dabei wurde vorher so viel gekocht, dass es für ein Flashmob-Bukake reicht. Und all das deprimiert mich so, weil es nicht meiner Realität entspricht. Meine Kekse sind immer steinhart und meine Erektionen bestenfalls al dente. Nach der Nummer will ich immer sofort eine rauchen. Irgendwas passiert da, ja. Ich bin aber auch ein schwerer Raucher und ich rauche sogar noch mehr, seit wir diese schönen Bilder auf den Zigarettenpackungen haben. Ja, das hat irgendwie den Sammler in mir geweckt. Dieses Panini-Heft der Krebse, ich habe es schon fast voll. Sie können sehr gerne nachher mit mir tauschen kommen. Ich habe immer diesen Gaumenkrebs doppelt. Aber eigentlich bin ich kein Freund dieser Bilder. Ich bin da zu romantisch veranlagt. Da geht's mir wie einer schwangeren Frau, die am Ultraschall noch nicht sehen will, wird's ein Junge oder ein Mädchen. Nein, mir reicht das, wenn ich in der Nacht aufwache, so einen schwarzen Brocken huste und merke, ah, der Krebs, er tritt schon ein bisschen. Es hätte die Bilder wirklich nicht gebraucht. Die Sprüche waren ja schon amüsant genug. Sie waren pädagogisch nicht immer wertvoll, wie dieser eine, Rauchen schränkt ihre Fruchtbarkeit ein. Ja, dann glaubt ein gutes Drittel der Mädels, die Zigarette danach ist ein Verhütungsmittel. Aber mein liebster Spruch ist und bleibt, Rauchen lässt ihre Haut altern.
Ja. Altern lässt meine Haut altern. Ich meine, was ist denn das für eine debile Ausflucht? Das ist wie, wenn die Frauenzimmer immer fragen, macht mich diese Hose fett? Sagen wir so, es ist nicht die Hose. Wissen Sie, ich kann das ja verstehen als Österreicher, ja, dass man nie an irgendetwas schuld ist. Aber irgendwo muss man die Grenze schon ziehen. Ich weiß nicht, wieso vor Ungarn, aber okay, irgendwo muss man die Grenze ziehen. Aber spätestens bei der Hose. Natürlich lässt Rauchen meine Haut altern. Aber das ist gut so. Denn durch das Rauchen sterbe ich wahrscheinlich auch schon mit 50. Und ich möchte nicht, dass die Menschen dann am offenen Sarg dastehen und sagen, ja, sie ist hinüber. Aber die Haut hätte es noch ein paar Jahre gemacht. Das ist albern. Es soll schon alles gleichmäßig verwesen. Ja, mir ist schließlich nicht so wichtig, ob ich alt oder jung sterbe. Ich möchte nur nicht schön sterben. Was für eine Verschwendung. Das ist aber gar nicht so einfach, weil manch einer blüht im Tod erst so richtig auf. Ja. Also Frauen, besonders Frauen, erleben als Wasserleiche oft einen zweiten Frühling. Ja, dann haben sie so einen blassen Teint, aber doch ein bisschen aufgeschwemmt. Na, lieb, sehr, sehr, sehr lieb. Ja. Na, ich finde das gut, wenn man sich auch im Tod nicht gehen lässt. Hm? Ich möchte schließlich auch bei meiner Beerdigung einen figurbetonten Sarg. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Aber da wirkt man ja gleich oberflächlich. Und das ist heute nicht mehr in. Besonders Frauen, ja, also Menschen und Frauen, wollen heutzutage nicht mehr so auf das Äußere reduziert werden. Eine sehr anmaßende Aussage, die oft unfundiert behauptet, dass es etwas Inneres gibt. Mich persönlich stört das nicht. Denn ganz ehrlich, wenn mich Männer auf meine Intelligenz reduzierten, dann kenne ich eine Erektion bald nur mehr vom Hörensagen. Bei Männern hingegen funktioniert das. Es gibt solche, die sehr unansehnlich sind. Mit einem Antlitz, das nur eine Mutter lieben kann. Die blind und ohne Tastsinn ist. Mit einem Leib, der so entartet, als gehörten Arm und Beine zu vier verschiedenen Personen. Und mit Testikeln und Gemächt, die nur die totgeweihte Tragik der Laokoon-Gruppe zeugen. Wenn mir dieser Klumpenmensch aber seine Liebe für Nietzsche gesteht, bin ich im Handumdrehen nackt. Doch lamentiert er dann herum wie ein Klageweib mit Burnout? Nein, der ist einfach froh, dass er zwar heillos ungustiös, aber gerade so geistreich ist, dass wenn er sich erotisch nähert, ich zwar den Pfefferspray hervorziehe, doch nur, um ihn mir lindernd in die Augen zu sprühen. Ja, denn seien wir uns ehrlich, Schönheit und Intelligenz sieht man so häufig beieinander wie Adoniten in Jazzclubs. Das ist ein bisschen wie mit Zwillingen. Ein Einzelner ist harmlos, doch sieht man Zwillinge zusammen, überkommt einen immer dieser Drang, die eigene Familie mit der Axt hinzurichten. So ist es auch mit Schönheit und Intelligenz. Sehr befremdlich, wenn das in einer Person zugleich stattfindet. Aber bitte, wenn Sie nichts von beiden besitzen, ja, wenn Sie unattraktiv und stumpfsinnig sind, wobei, das darf man ja nicht sagen, sind Sie natürlich schön und bauernschlau. Grämen Sie sich nicht. Schönheit und Intelligenz sind Mittel zur Macht, ja. Aber es gibt noch so viele andere. Waffen zum Beispiel. Die kann auch ein hässlicher Idiot bedienen. Also das ist nicht so wichtig. Schönheit ist ja wahnsinnig anstrengend. Sie können sich das nicht vorstellen, wie es mir geht, wenn ich nachts so eine lange, dunkle Gasse entlang schreite und so einen betrunkenen Triebtäter über den Weg laufe und sehe, wer denkt, bei der habe ich keine Chance. Das ist furchtbar, ja.
Und es ist auch für mich sehr anstrengend, als Atheist einen Körper zu bewohnen, der vielen Männern als Gottesbeweis dient. Endlose Diskussionen. Und auch bei Intelligenz muss man sehr aufpassen. Schönheit ist dann nicht so gefährlich. Schönheit verläuft ja auf einer Skala. Die reicht von Mila Jovovich bis zu... Ja, du bist in Geiselhaft, aber das ist nicht der Grund für die Tüte auf deinem Kopf. Intelligenz hingegen ist ein Kreis. Und extreme Hochbegabung kennt keinen Zaun zum Kretinismus. Irgendwann sind sie auch nicht mehr einsetzbar. Dazu vielleicht ein mahnendes Beispiel, das ich Ihnen zum Abschluss kredenzen möchte. Einer der intelligentesten Menschen der Geschichte, die fleischgewordene Vernunft, Immanuel Kant, von dem man ja sagte, er funktioniere wie ein Uhrwerk. Aber das ist nicht wahr. Es gibt eine Legende, es war um 1780 und es war in Königsberg, laut der Kant einen Tag hatte, an dem er aktiv Kritik an der reinen Vernunft übte. Und diese Legende würde ich Ihnen gerne noch erzählen. Bitte schrecken Sie sich nicht, dieser Text ist gereimt. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber da muss ich immer dran denken, was mir meine Mutter gesagt hat. Wie ich mit meiner ersten selbstgemachten Zeichnung vom Kindergarten nach Hause gekommen bin. Ich habe sie ja ganz, ganz stolz gereicht und sie hat es genommen und gemeint, ja, dir muss es gefallen. Und ich, ja. Das bedeutet, für mich wären es nochmal wahnsinnig lustige 5 Minuten. Sie sind mir ja mehr wurscht. Aber zum krönenden Abschluss, nun der Text über Immanuel Kant, er trägt den Titel Uhrwerk preußisch blau und geht folgendermaßen. Kant steht stramm im Hörsaal da. Er spricht zu der Studentenschar, welche schon zur Hälfte schlief, und wiederholt seinen Imperativ. Nochmal. Ein jeder möge sich so betragen, dass in allen Lebenslagen, guten wie an Fadentagen vom Betragen, andere sagen, dies könnte als Gesetze tragen. Und dann hält er inne. Und jeder hat Angst, dass er nochmal beginne. Da fährt er fort mit grimmer Stimme. Doch wallet in mir schon die Kotze, wenn ich ob Geverse schau. Die Wahrheit ist, Vernunft zum Trotze, ich bin eine perverse Sau. Und auf des letzten Wortes Takt streift sich Kant den Gehrock ab, er löst die Knöpfe seiner Bluse, streift die Stiefel von dem Fuße, schließlich steht er ohne Hose, nackt bis auf die Gürtelrose, vor den studierten jungen Knaben, räuspert sich und meint, noch Fragen? Schüchtern hebt sich eine Hand. Ja, ich hier, Professor Kant. Ich hoffe nicht, es klingt unflätig, doch raubt die Frage mir den Schlaf. Wie ein Professor für Ästhetik selber denn so schierig sein darf. Entsetztes Schweigen schwappt durch Ränge. Kant doch lächelt, barriert strenge, wie er den sanft geduldigen mimt. Als plötzlich er das Pult erklimmt, er dreht sich kurz wie ein Propeller und springt dann auf den Fragesteller, während er im Irrsinn rief, die Urteilskraft ist subjektiv. Tja, man sieht nicht genau, was der Kant ihm nun zufügt. Die Sicht ist vertrackt, weil sie Wirrnis und Blut trübt. Es war so eine Mischung aus Gewalt und Gefummel, wie Köln an Silvester im Love Parade-Tunnel. Und als der Junge nur mehr blärt, schrie Kant, nun bist du aufgeklärt und sprang von Tisch zu Tisch von dannen. Ganz Königsberg ist wild getürmt, als Kant nun in die Messe stürmt. Und mit dem Laut von wilden Tieren schleicht er sich auf allen Vieren von hinten an dem Pfarrer ran. Er packt ihn beim Talare an und zieht dem ahnungslosen Tropf den Fetzen über Leib und Kopf. Blind rennt der Pfarrer mit Geschrei gegen die Wand, die Sakristei, Gesicht verhüllt von Kirchenschürze, unvermeidlich scheinen die Stürze. Und während sie ihn zu Boden schmettert, hat Kant, der offenbar gern klettert, sich schon auf die Kanzel kieft und mit Schaum der Gischen trieft, ihm von seines Mundes winkeln, fängt er nun an, von der Kanzel zu pinkeln. Und schreit, trinkt, ihr Afterdiener Gottes! Er noch ein saloppes Pfirteich in die Runde wirft und bucklig drauf von dannen schläft. Die Kirchengänger starren gebannt.
Und der Pfarrer rennt gegen die Wand. Kant ist derweil schon beim König. Und falsch wär es, wenn ich's beschönig, auch dort war sein Verhalten eigen. Er schrie, Fritz, ich muss dir was zeigen. Darauf wirft er sich zu Boden, rollt sich in den Teppich, nennt den König Idioten und sagt ihm, dass er ein Depp ist, ehe er sich daran macht, ganz geschwind zu entfleuchen. Und Friedrich II., der König von Preußen, blieb sitzen und sprach voll gelassener Raison, selig wird jeder nach seiner Fasson. Eines noch blieb Kant zu tun, eines noch, dann könnte er ruhen. Sein Erzfeind auf ewig war ihm noch ein Dorn. Darum griff er zur Flinte und er warf sie ins Korn. Doch er holt sie zurück und er setzt sich samt Waffe in eine Droschke, schreit dürstend nach Rache. Kutscher, hol Kohlen und hisse die Segel und bring mich zu Georg, Wilhelm, Friedrich, Hegel. Der Name hat auch mal mehr Begeisterung ausgelöst. Bei Hegels Hause angekommen, wankt der Kant vom Wahn benommen. Bemerkung am Rande, doch wichtiger Fakt, unser Emanuel ist immer noch nackt. Ja, okay. Wie Romeo, voll Wildpassion, schreit er hinauf zu dem Balkon, wo Hegel sich an Sonne weidet und grad die Zehennägel schneidet. Hegel, schreit Kant, komm runter, Gesell, stell dich, ich fordere dich auf zum Duell. Und Hegel regt sich mürrisch bieder, hebt die alten, müden Glieder, zu sehen, wer ihn so forsch gegrüßt. Als der Kant schon auf ihn schießt und Hegel stürzt vom Balustraden, kommt dabei doch kaum zu Schaden, er reckt sich auf, es spricht sein Henker. Hegel, glaubst, wär's der Größte aller Denker? Doch jed deiner Werke ist nichts als ein Graus. Und seien wir uns ehrlich, keine Sau kennt sich aus. Wer dich eins studieren wird, ganz eifrig beflissen, dem hat doch der Weltgeist ins Hirne geschissen. Drum hier meine These, Kant lässt die Faust gleiten. Und hier Antithese, Kant schlägt ihn zum Zweiten. Und fast vergaß er in der Hektik, der dritte Tritt heißt Dialektik. Dankeschön.